Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir sind hier unterwegs mit der, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Wir haben das Messer noch stecken und ich überlege immer noch, ob das jetzt ein Weg war, wo wir ihn hätten verlieren können, hätten wir uns anders entschieden. Wir gucken uns hier mal um. Ich bin in der Nachvertonung im Übrigen. Deswegen wird es ein bisschen stiller als sonst. So, da liegt was. Ja, genau. Das ist ja ekelhaft. Okay, dann gucken wir mal weiter. Da ist eine Tür, aber die wird bestimmt zu sein. Jupp. Ah, wir können durchs Schlüsselloch gucken. Lagerraum oder sowas. Da ist noch eine Tür. Ein Schrank. Ich habe irgendwas Brauchbares drin. Nö, gehende Leere. Also vermutlich ein Versteck, denke ich mal. Brauchen wir ein Versteck? Das gefällt mir nicht, dass wir ein Versteck brauchen. Das verheißt aber nichts Gutes. Mhm. Ist das? Ist das ein Amulett mit einem Foto drin? Ich glaube, das war ein kleines Amulett. Und ein Brief. Dürfen wir den auch lesen? Kayleys Brief. Kaylee Hacketts Bekenntnisschreiben an ihre Großmutter. Können wir den dann noch im Ganzen lesen? Weil er steckt den immer gleich weg. Ne, können wir nicht. Wir haben noch eine Tarotkarte hier. Der Tod. Tod. Der Tod in jeder Form. Denn Tod heißt Wandel, Veränderung, Transformation. Oft interpretiert als Barke für die Hoffnungsfrohen. Doch in deinem Fall heißt Tod schlichtweg Tod. Na, vielen Dank auch. Es ist ja lebensbejahend. Okay, was haben wir noch? Es ist ziemlich dunkel hier, ziemlich düster. Probier nochmal die Tür hier. Auch zu. Oder ist das die gleiche? Ich weiß gerade gar nicht. Wir gucken mal das Schlüsselloch. Oh oh. Es ist nicht die gleiche Tür und wir kriegen Besuch. Tür versperren, verstecken. Verstecken, auf jeden Fall. Bei dem Koloss hilft das Tür versperren, glaube ich, nicht. In den Schrank. Und dann Betsy da uns mit Sicherheit, wenn er reinkommt. Und mit dem Messer sind wir, glaube ich, auch nicht praktikabel genug unterwegs, um unter das Bett zu kriechen. Schweige denn, die Tür zu verbarrikadieren. Boah, das war knapp. Ah, es war richtig knapp. Der schließt wieder schön ab, ja? Ah, Luft anhalten. Boah, bitte guck nicht in den Schrank. Geht direkt zur nächsten Tür. Das ist gut, macht die auf. Dann können wir da bestimmt gleich durch. Nein. Uns geht die Luft aus. Aber scheint jetzt gut zu sein. Er guckt unter das Bett. Jetzt ist es natürlich, es wäre spannend zu wissen, wie es anders gelaufen wäre, wenn wir uns unter dem Bett versteckt hätten. Ob er dann im Schrank geguckt hätte oder ob er uns erwischt hätte. Das wäre interessant. Falls ihr das noch irgendwo anders gesehen habt, das Spiel, dann lasst mich das gerne mal wissen, falls ihr jemand einen anderen Weg gewählt hat. Over. Jetzt aber schnell. Jetzt verbarrikadieren wir die Tür.
Das war aber laut, aber er weiß ja sowieso, wo wir sind. Von daher ist das nicht von mir verstecken, Wichser! Doch. Selber, Wichser. Wir können uns schon verstecken. Verstecken, rennen. Wir rennen mal weiter, denke ich. Oh. Oh, das wäre knapp gewesen. Da hätten wir sie, glaube ich, auch fast verloren. Aber schön, wie die jetzt alle einzeln durchs Haus irren bei den 3 Milliarden Türen, die haben. Okay, dann gucken wir uns mal um. Klavier. Aber nicht spielen, bitte. Nur angucken. Nein, wir spielen das nicht. Hast du schon mal ein Horrorspiel gespielt? Ich finde das sowieso mal interessant, dass du in diversen Horrorspielen tatsächlich Klavier spielen kannst, so. Und es juckt halt keinen. Und du denkst so, okay, ich bin vielleicht gerade auf der Flucht oder sowas, da würde mir doch nicht einfallen, Musik zu machen. Gibt es hier echt Bären? Wand mit Jagdtrophäen. Die Jagderrungenschaften der Hackers. Wieso haben sie die Einschusslöcher und Verletzungen nicht verdeckt? Vielleicht dienen sie als Erinnerung daran, dass diese Tiere wirklich tot sind. Gut, sind also Jäger, aber das wussten wir ja auch schon. Das ist ja keine neue Information. Das ist alles so richtig heruntergekommen hier, ne? Ich denke, die wohnen hier. Aber gut, das Haus ist auch riesig. Das in Schuss zu halten, ist bestimmt Arbeit. Weit und breit gar nichts. Da ist was. Hackett Stammbaum. Die Familie Hackett gibt es schon sehr lange. Sie ist tief mit der Umgebung verwurzelt. Interessant. Okay, noch ein bisschen Papierkram. Warum kriegen wir da keine Übersetzung? Das ist doch doof. Können wir das nochmal lesen? Ah, Gott sei Dank. Empfangsbestätigung. In diesen Elektrokäfigen sollten wir Chris, Caleb und Kaylee während jedes Vollmonds in der Campsaison sicher verwahren können. Ich habe sie per Expressversand bestellt, damit sie noch vor den Kids ankommen. Das Letzte, was wir wollen, sind noch mehr Opfer. Wenn das Camp vorbei ist, brauchen wir sie nicht mehr einzusperren. Vielleicht können sie uns bei der Suche nach dem weißen Wolf helfen. Seine Fährte aufnehmen oder so. Solange wir das Blut benutzen, kann das leider nicht lesen, weil meine Cam gerade davor ist, die seht ihr aber nicht, kann nichts schief gehen. Ich habe euch die Cam ausgeblendet, aber bei mir ist sie noch drin, deswegen war das gerade im Weg. Ja, das heißt aber, dass die tatsächlich Vorkehrungen getroffen haben. Aber die Frage ist dann trotzdem, warum ist das so ausgeartet? Warum haben sie, ich habe seinen Namen vergessen, den Campleiter. Warum haben sie den denn unten in dem Sturmkeller eingeschlossen, wenn sie doch die Käfige schon da haben? Oder ist es einfach, weil wir einen Tag zu früh da waren und die wären genau an dem Tag quasi angekommen? Das wäre natürlich super Pech gewesen und wäre dann tatsächlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ihre Schuld. Weil ihr Typ wollte ja zum Motel fahren. Nur sie nicht, sie hat sich ja durchgesetzt. Schwierig. Okay, was haben wir noch? Na, das ist noch eine Tarotkarte. Die Sonne. Das Versprechen des neuen Tages. Es bleibt noch Zeit, die Nacht wohlbehalten zu überstehen. Entscheidungen, Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du allein den Weg finden, trotz Dunkelheit und die Sonne wieder aufgehen sehen. Okay. Das heißt, wir haben noch nicht alles verloren, aber wir sind ja auch ganz gut dabei eigentlich, ne? Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wir haben bisher ja einen verloren?
Ich weiß nicht, ob ihr Freund dazu zählt. Oder ob wir den so oder so verloren hätten. Ansonsten zwei. Guck mal, wer da steht. Nochmal rausgucken. Bin ich jetzt immer noch da? Nee, jetzt ist da niemand mehr. Okay, dann probieren wir mal die Tür hier. Die ist offen. Oh, oh. Wie geht's, Schätzchen? Das ist ein Problem. Ab jetzt spielen wir nicht mehr, Kleine. Trau dich, Motherfucker! Ich sag dir was, mein Silber reicht nicht, um dich zu töten. Aber dafür kann ich dich leiden lassen. Oh Gott, okay. Nochmal. Verwandelt sie sich langsam. Ich denke, wir sollten rennen. Der braucht noch eine Weile, bis er wieder aufsteht. So viel dann dazu. Wo seid ihr genau? Oh oh, jetzt geht das bei dem anderen aber auch auf, ne? Bei dem Werwolf drüben. Das ist schlecht. Bleib da nicht so lange stehen. Geh los. Wo bist du? Hey! Ihr hört alle auf damit! Jetzt gleich! Schieß schon! In die Fresse! Sie hat Kelly einfach gekillt. Und dann noch deine Mutter. Halt! Es war klar, dass er nicht schießt. Aber er tut mir auch ein bisschen leid. Er hängt ja total zwischen den Stühlen jetzt. Dicht auf den Fersen. Ah, gute Idee. Da passt er bestimmt nicht rein. Oh, pass bloß auf mit dem Messer. Obwohl, er würde reinpassen, wenn er sich quetscht. Glaube ich. Luft anhalten. Aber ich meine, wo sollen wir denn sonst hin? Da ist ja kein anderer Ausweg. Ist nicht eigentlich klar, dass wir in diesen Spalt da reingegangen sind? Oder ist da noch irgendwo eine Tür? Ja, der hellste ist er nicht, ne? Ah!
Oh Gott, komm schon, Mann. Du musst mir helfen. Ach ja? Ja, versprochen. Ich werde nichts verraten. Nein, Mann. Familie geht vor. Sonst kriege ich Ärger. Zustechen? Nee, da müssten wir das Messer rausziehen. Das ist keine gute Idee. Bitte! Du Messerdieb! Ja. Okay. Wir hätten es machen können, weil er sowieso zieht. Autsch. Oh nein, gebissen! Leg dich lieber mit mir an. Travis! Ich muss ja sagen, der hat super schlechtes Voice-Acting, der Typ. Wow, langsam. Langsam. Was ist nur mit dir passiert? Ach, weißt du, eigentlich nichts Besonderes. Oh, Ryan. Oh, wie schlimm ist es? Oh, jetzt verblutet er. Es tut mir leid. So schlimm, ja? Ich gebe wirklich mein Bestes. Was immer das ist, trotzdem wird jemand verletzt. Erst Max, jetzt du. Das ist kein Zeitpunkt für Selbstmitleid. Also, ja, wir sind trotzdem mal mitfühlend, aber es ist wirklich keine Zeit für ihr in Selbstmitleid versinken da. Nicht deine Schuld. Ich hätte nicht kommen müssen. Ich hätte es verhindern sollen. Du bist doch nicht mein Boss. Sorry. Ist okay. Sterbe ich jetzt? Du hast viel Blut verloren. Aber es heilt wieder, stimmt's? Warte. Vielleicht, vielleicht ja doch. Was? Ryan. Wenn ich dich jetzt beiße, dann... Was? Wenn ich dich jetzt beiße, dann bist du auch infiziert. Das heißt... Das heißt es halt dann? Könnte. Aber es heißt auch... Ja, ja, versteh schon, böser Wolf. Ja. Ach, schwierige Entscheidung. Nein, ich hab nicht viel Zeit. Ich spüre, wie es aus mir herausbrechen will. Wenn ich dich jetzt beiße und es heilt, dann... Dann muss ich Chris töten. Du tötest nicht Chris, du tötest einen Werwolf. Und rettest dein Leben. Und meins. Und das von Max und anderen. Es ist deine einzige Chance, sonst beißen stirbt er. Lassen und Leben und Chris töten. Oder verbluten. In etwa, ja. Entscheide, wenn's geht. Tun wir's oder nicht? Es ist eine schwere Entscheidung, definitiv, aber eigentlich ist es auch gar keine Entscheidung, weil er eigentlich gar keine Wahl hat. Ja, er kann sagen, er gibt jetzt auf und verblutet, aber sind wir mal ganz ehrlich, wer würde das an dieser Stelle tun? Also, wir nehmen an. Tu es. Okay. Oh. Weich und saftig für dich. Immerhin hat er seinen Humor noch. Nee, wir lassen den Arm da. Ah.
Okay. Gleich wirst du dich besser fühlen. Bald, glaube ich. Na, wer weiß. Fuck. Wir müssen weg. Wir müssen. Wie kann der überhaupt noch alleine stehen? Dafür, dass der kurz vorm Verbluten war, ist der aber gut unterwegs. Gott, okay. Hoffentlich hilft das. Diese Typen werfen nie was weg, ha? Und kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben, wonach wir hier genau suchen? Tja, die meisten dieser Karren sind wohl schon ausgeschlachtet worden. Nur noch leere Fahrwerke, was uns nicht weiterhilft. Okay, also suchen wir Motoren? Quasi nach allem, was intakt ist. Ja, klar. Wir brauchen doch irgendwie ein bestimmtes Teil, ne? Einen Verteiler. Sieht aus, als hätten wir viel Arbeit, was? Versuch keinen Lärm zu machen. Oh, klar. Er ist manchmal auch so ein bisschen dumm, ne? Noch nicht. Such weiter. Das ist alles irgendwie nur, weil er die Verteilerkappe am Anfang ausgebaut und fallen gelassen hat, ne? Sie ist auch ganz schön laut unterwegs, so mit ihrem Heckklappen auf und zu. Ich frage mich sowieso, was macht sie an der Heckklappe? Ich meine, wenn sie einen Verteiler suchen, dann sollte ich doch die Motorhaube aufmachen und nicht die Heckklappe, oder? Oh, Licht. Hier ist jetzt irgendwie nicht so wirklich viel zu finden gerade. Ist auch wieder alles relativ dunkel, trotz der Lichter. Klar, ich drücke auch immer irgendwelche Schalter, für die ich nicht weiß, was sie machen. Natürlich. Werden wir in einer Dokumentation enden? Nein. Klappe, komm jetzt, geh mir. Dann gehen wir jetzt in den nächsten Bereich über und hoffen, dass wir da was finden. Das ist ein ziemlich großer Bereich. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir hier jetzt Tarotkarten übersehen, aber ich will jetzt auch nicht jeden einzelnen Winkel absuchen, um ehrlich zu sein. Hier gibt's noch was? Irgendein Schild? Ein Kalender, ein alter. Okay, Vollmond ist eingezeichnet. Ist natürlich wichtig, müssen wir wissen. Diese Dreckskerle hatten das alles geplant. Ja, ich meine, wenn du Werwolf bist, dann weißt du, wann du dich verwandelst. Es ist doch klar, dass sie das eintragen. Das hat doch nichts mit Planung zu tun. Das ist schon, aber ihr wisst, was ich meine. Schrottplatznotiz. Diese gekritzelte Bitte, etwas nicht in die Bücher einzutragen, klingt ziemlich fragwürdig. Hier muss es etwas geben, was sonst niemand erfahren soll. Okay. Ich kann es nicht so richtig lesen. Da steht irgendwas von Body Damage. Ist da irgendjemand... Ist Tee. Mhm. Ist da irgendjemand an- oder überfahren worden? Sie die Bücher gefälscht. Komisch. Du sagst es.
Glaubst du, Ryan ist okay? Er weiß, was er tut. Na. Bestimmt ist er sicherer als wir hier. Komm. Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Da. Wir haben unser Spielzeug gefunden. Yay. Kann er damit umgehen? Also, hast du schon mal einen Kran bedient? Ich war mal ziemlich gut bei diesen Krallenspielen in unserer Spielhalle. Die Kids nannten mich den Greifer. Na, nein, Oh, jetzt höre ich's auch. Probier, ob du ihn runterlassen kannst, damit wir unter die Haube schauen können. Bekomme ich ein bisschen Schutz, pass auf mich auf. Lass nur mal ermutigend. Sicher, ja, klar doch. Pass einfach auf mich auf, ja? Ja. Bin mal gespannt, ob er die richtigen Knöpfe trifft. Na gut. Sieht aus, als hätte hier jemand nicht gelernt, wie man hinter sich aufräumt. Okay, mal sehen, wie das funktioniert. Okay, gar nicht so kompliziert. Aber der ist doch voll laut, oder? Willkommen zurück, Greifer. Was zum Teufel ist da los? Mein Fehler! Shit. So viel dann zu laut. Okay. Dann mal los jetzt. Jetzt aber nicht auf sie fallen lassen. Großartig! Ja, ich habe meine Berufung gefunden. Wird auch Zeit! Vielleicht können wir ja versuchen, es zum Laufen zu bringen. Oh, Treffer! Oh oh. Warnen auf jeden Fall. Oh, ich dachte, das war's. Auto schwingen. Hupen bringt, glaube ich, nichts in dem Fall. Hoffentlich fällt sie nicht raus. Oh nein. Genau das wollte ich verhindern. Oh shit. Lass das Auto auf ihn drauf fallen, aber nicht auf sie. Komm schon, du rostiges Biest. Oh, beweg dich. Und bitte auf ihn. Oh, war das knapp. Oh Gott. Aber es dürfte den ja nicht irgendwie getötet haben oder so, ne? Dafür sind die ja zu stark. Wobei, wenn so ein Auto aus der Distanz auf dich drauf fällt. Dylan, danke.
Du hast mein Leben gerettet. Im Ernst jetzt. Ja, kein Ding. Bin ja gespannt, wen sie auswählen. Was? Für meine Rolle. Im Film darüber, wie mutig ich bin. Übertreib's nicht. Okay. Der muss auch irgendwie alles lächerlich machen, ne? So. Das war also unser toller Fluchtplan. Okay, zurück zur Lodge. Bist du irre? Besser als hier offen rumzustehen. Los. Aber jetzt ist das Auto doch unten. Dann guck doch wenigstens rein, ob das Teil da drin ist. Deswegen haben wir das Auto doch runtergeholt. Ich meine, jetzt kehren sie mit leeren Händen zurück und dann? Ist ja auch irgendwie blöd jetzt. Wir müssen was tun. Was denn? Dylan sagt, er hier ist sicher. Naja, ich will nur nicht hier rumsitzen. Aber mehr müssen wir nicht machen. Nur bis zum Morgen warten, oder? Aber wir brauchen Schutz. Sieh, was du finden kannst. Das ist besser als nur rumsitzen. So, wir machen hier mal einen kleinen Cut. Ich finde, Abigail macht sich das aber auch sehr leicht, ne? Indem sie einfach sagt, ach ja, wir sitzen hier, wir warten jetzt bis zum Morgen. Die anderen riskieren da draußen ihr Leben. Bei mir ist das vollkommen egal. Ich sitze hier warm und trocken. Also, die macht sich das echt sehr einfach. Naja, ich bedanke mich auf jeden Fall sehr bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.